Hallo Leute, Super Mario Luffy hier und heute möchte ich mich zurück zu einem neuen Division-Video und zwar wird es heute mal nicht um Division 2 gehen, sondern um das Handygame Division Resurgence. Da gibt es neue Infos dazu und da werden einige Informationen relevant auch für uns in Division 2 und auch für Division 3 dann in der Zukunft. Was wir aber alles aus den Handygame hier mitnehmen können, das werde ich euch jetzt in dem Video erzählen. Dann würde ich mal sagen, keine Zeit verlieren, Ab und Like nicht vergessen wie immer. Und jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung, natürlich in den Kommentaren, was ihr über die Änderungen hier, was es gibt für das Handygame, sagen werdet. Da bin ich schon mal gespannt, lasst mich eure Meinung wissen und dann würde ich sagen, lass mal losgehen. Für alle, die was interessiert, die Beta ist die kommt jetzt dann Mitte November, in 1,5 Wochen raus und die ist leider nur in Brasilien, Amerika verfügbar. Ihr könnt aber auch einen Code erhalten von irgendwelchen Content Creator, wenn ihr zuschaut, oder auch von Ubisoft selbst, dann könnt ihr auch hier in Europa mitmachen. Zuallererst die Neuigkeit, es gibt einen neuen Modus, der nennt sich Lone Wolf Modus. Den könnt ihr euch circa so vorstellen wie Summit Descent, so eine Mischung aus D2. Und das hat auch zu tun mit dem Gearscore, was ihr habt, wie am Anfang, wo ihr die ganzen Leveln erreichen musstet, wenn das Spiel rausgekommen ist, Division 2, bis zu den Gearscore, dann kommt ihr erst das nächste World Tier und so weiter. Hier habt ihr halt Missionen, wo ihr euer Gear dann anpassen müsst und wenn ihr höher seid, kommt ihr dann die nächste Herausforderung und das wird dann immer schwieriger. Umso schneller ihr das schafft, umso bessere Rewards bekommt ihr und umso mehr das ihr schafft, ja natürlich, umso besseren Loot natürlich auch. Das ist mal ein neuer Modus für Solospieler, wo man wirklich mal so eine Mischung wie Wellenmodus mit eigenen Gear schaffen. Es hört sich sehr interessant an. Und es gibt auch noch legendäre ja, Instances, kann man sagen, eigene legendäre Einstellungen. Da könnt ihr dann wirklich nur ja, auf legendär spielen und da bekommt ihr auch nur den besten Loot. Nicht so wie bei uns. Ihr kann überall den Loot droppen, den besten Loot. Das wird es dort eben nicht mehr geben. Die haben das den Loot in drei Tiers unterteilt. 1, 2, 3 und den 2er oder 0, 1, 2, so glaube ich war es. Und der 2er ist dann quasi nur in legendär erhältlich. Also das stärkste Gear wird dann nur in der ja, beim legendären Modus dann erhältlich sein. Zudem haben sie auch noch eine Solo-Dark-Zone eingeführt. Also ihr könnt dann, wenn ihr keine Gruppe habt, auch in die Dark-Zone gehen. Da trefft ihr dann auch nur Solo-Spieler. Danach haben sie noch eine Erweiterung. Wir kennen ja die Expertise und den SHD-Rang. Aber hier beim Handygame könnt ihr das dann weiter ausbauen. Denn ihr könnt quasi das so verwenden, wie ihr wollt. Wenn ihr Punkte habt, könnt ihr alles auf Waffenschaden, Crit Damage geben. Ihr könnt eure Sets dann quasi extra anpassen. Und es wird dazu noch einen Gear Guide geben. Für neue Spieler ist das sehr interessant, weil wir hatten ja das Problem mit Warlords of New York, haben wir ein neues Gear-System bekommen. Davor war das ein bisschen kompliziert und für Neulinge sehr anstrengend. Und das wollen sie eben ändern. Und ihr bekommt dann quasi einen Guide und mit Bildvorschlägen, was ihr spielen könnt. Hier im Hintergrund seht ihr eben noch das neue, ja, was man sagen kann, das iOS-Protokoll nennen sie es hier. Ich würde mal sagen, vergleichbar mit Expertise und SHD. Das ist dort ein bisschen erweitert worden, alles. Ihr könnt das wirklich viel mehr anpassen, als wie wir jetzt schon in Division 2 hier anpassen können. Ja, das war es jetzt eigentlich vom Großen und Ganzen hier. Die größten Änderungen von Handyspiel. Auf jeden Fall hören sich da einige Dinge sehr interessant an. Ich weiß noch immer nicht, ob ich spielen werde. Ich bin eigentlich kein Handygame-Zocker und bin schon mal gespannt. Ich werde mal reinschauen. Ich werde euch auf jeden Fall mit Infos versorgen. Aber ob ich es wirklich dann mal zulege, das steht noch in den Sternen. Jetzt bin ich seit ihr mal gefragt, was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung über das Handygame? Werdet ihr das spielen? Sollte ich es covern? Sollte ich Videos machen über das Spiel? Lasst mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und jetzt noch meine Meinung dazu. Solo Dark Zone fordere ich, glaube ich, schon seit Jahren, weil ja, immer gegen Gruppen zu spielen macht nicht Spaß. Beziehungsweise meistens bekommt man dann auch auf die Fresse und
wenn man dann Solo gegen einzelne Solospieler spielt, die Anzahl der Spieler bleibt ja gleich, nur man spielt halt nicht mehr gegen Gruppen. Es bleibt die Erfahrung gleich, nur man hat es nicht mehr so schwer. Ich glaube, für die Solospieler ist das eine gute Voraussetzung, dass man sich da auch mal reintraut. Dieser Modus, der Lone-Wolf-Modus, hört sich mal interessant an. Sie wollten auch wirklich viel für Solospieler auch machen, weil das ganze Spiel eben auch hier ausgelegt ist, eben auf Gruppenspieler und dass sie die Balance halten, dass auch die Solospieler hier was haben, was sie in Anspruch nehmen können. Was mir legendären tut, finde ich ziemlich gut, weil, wie wir jetzt wissen, in Division 2 legendäre Missionen spielt man eigentlich nicht für Loot zu bekommen und sind eigentlich unnötig. Und ich finde, der schwierigste Inhalt sollte auch ja, eine Belohnung geben oder sollte, man sollte ihn auch spielen wollen, man sollte sich an die Herausforderungen rantrauen und man sollte dann auch wirklich was bekommen, was man noch nicht hat. Und dadurch, dass man das Gear sonst nirgends bekommt, außerdem der legendäre, ja, die ganzen Webs, sie haben da legendäre Einstellungen, wo man suchen kann, wie das ausschauen wird, weiß ich nicht, ob das nur Missionen sein werden oder ob das die ganze World sein wird, werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall finde ich das interessant und finde ich auch gut, dass man dann auch das spielen muss und dann, dass man den besten Loot dann nur dort bekommt, mit den Einstellungen, mit den Erweiterten führt quasi das SHD und die Expertise finde ich auch gut, dass man da quasi selber ein bisschen optimieren kann, seine Sachen, was man eben braucht für das Set und dass das nicht vorgeschrieben ist, so wie beim SHD, man macht alles voll. Man hat die Taktik und die blauen Sachen, auch wenn man nur rot braucht. Das wird hier anders sein, finde ich sehr gut. Und ja, groß und ganzen bin ich mit den Änderungen, was sie da hier an Division quasi in den Einzelteilen, weil sie wieder ein Remake quasi vom Einzelteil werden, vorgenommen haben, finde ich sehr gut. Sie haben sich was überlegt. Und ich glaube auch, dass da einiges kommen wird in Gear 2. oder 3.0 mittlerweile, weil sie haben ja angekündigt mit der nächsten Erweiterung, mit dem DLC, was kommen wird, mit der Open-World-Erweiterung, dass sie da das Gear-System überarbeiten werden. Und ich glaube, dass man da vielleicht das ein oder andere Gadget, was wir hier jetzt von dem Handy-Game eben dort implementiert haben, dann auch in Division 2 dann sehen werden, beziehungsweise dass da schon was ausgetestet wird, auch für Division 3, was ankommt gut und bei der Community und was nicht und das gleich auswertet und dann eben dann schon im nächsten Teil dann auch inkludieren wird. So, das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wie gesagt, liken und follow nicht vergessen. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao, ciao.